8 Strom brauche ich hier. Na toll. Strom ist. Ich glaube, hier unten ist Stroh. Ist ja in dem Wagen nur ein Leinengarn, mehr nicht. Das ist ja schwach. Fuchs. Ich glaube, da unten sind auch Elche. Soll ich ein paar Elche umlegen, Florian? Was soll ich da machen? Ich suche gerade das Schwein. Da sind sie, die. Was ist denn hier oben? Ja. Trainiere ich auch mal ein bisschen meinen Jagdskill. Elche lassen sich eigentlich sehr gut jagen. Die sind riesengroß. Geben einen Haufen Zeug. Ja, pass auf, wenn du zu viel hast, dann kannst du nicht mehr laufen, ne? Weil du so viel rumschleppen musst. Ja, stimmt. Es sind ja nur zwei Elche hier. Ich denke dann, wir brauchen noch Tauben und Krähen. Ja. Die sind hier gerade nicht. Jetzt brauche ich erstmal Stroh hier. Ich nehme gleich mal ein bisschen mehr mit. Moin, Björn. Vielen Dank für dein Abo. Gleich mal ein bisschen mehr Stroh mit. Denn für den Brunnen brauche ich auf jeden Fall noch Stroh. Mal sehen, was ich hier noch für Gebäude brauche dann.
Ich trage zu viel. Ich hab's doch gesagt. Und ich habe auch gerade einen Baum gefällt. Ich habe wohl gar nicht so viel Holz dabei. Oh, meine Pilzsuppen im Inventar sind fast vergammelt. Fällt gerade auf, wenn ich hier kein Wohnhaus habe, kann ich hier auch gar nicht pennen, ne? Das nächste Problem wäre auch, wenn ich umziehen würde hierher, müsste ja meine Frau auch hier hoch eiern. Ja, du musst schon ein paar Arbeitsplätze da oben dann schaffen, wenn du umziehst. Was macht denn deine Frau? Bin mir nicht sicher. Ich glaube, die ist Jägerin oder sowas. Jägerin, ja. Ja, das wäre ja jetzt nicht so das Problem. Was hat noch eine Jagdhütte? Ist halt die Frage, ob ich hier hochziehe. Denn eigentlich müssen wir ja bloß einmal pro Jahreszeit hier hoch Mine leer machen. Dann können wir wieder nach Hause. Brauchen dann halt später Wohnhäuser hier, wenn wir dann Minenarbeit hier haben. Ich vermute, wir wollen die Nacht dann durchschlafen, ne? Denn wenn es richtig zappenduster ist, dann ist es ja immer kacke. Dann würde ich mich jetzt langsam auf den Weg nach Hause machen. Ich weiß gar nicht, wie spät es jetzt. Ja, 20.39 Uhr. So, die Mine ist leer. Top. Also man braucht bloß ein Viertel Spitzhacken. Hm. Willst du gleich zu mir kommen und die nächste Mine leer machen? Kann ich machen. Aber lass uns erstmal pennen jetzt. Naja, ich muss erstmal ins Lager bringen und dann zurückreiten. Ja. Blöde bei den Tauben ist ja, wenn der eine erwischt, fliegen immer alle gleich weg. Ja, ja, deswegen musst du mehrfach an den gleichen Spot gehen. Ja. Es sind noch normalerweise Krähen rum. Oh, das sind doch nur Steine, das sind keine Krähen hier. Hm. Oder sitzen nachts keine Vögel rum? Ja doch, aber du hast oft das Problem, dass abends die NPCs halt eine Runde laufen, und dann verscheuchen sie nach Hause laufen und dann, genau, fliegen die weg. Ich habe auf jeden Fall noch einen erwischt jetzt. Ein Täubchen. Bär spawnt jeden Tag, oder? Nee, nee, auch einmal nur einmal in der Jahreszeit.
Der Trick beim schneller Laufen funktioniert nicht auf dem Reittier. Na, Fly, du mit deinen Tricks. Das ist ein Feature. Genau. Ja, so, von mir aus können wir schlafen. Ja, ich bin. Gleich, ja. Bin noch auf dem Weg. Gut, dann hol ich mir schnell was. Mist, drüber geschossen. Und der Pfeil ist kaputt gegangen. Quest. Haben wir gerade irgendeine Quest erfüllt? Nee. Oder so ein Geräusch kam. Aber, oder wir haben Produktion irgendein Level gemacht. Tagebuch. Tauben, 9 von 9 haben wir. Doch. Und eine Krähe fehlt noch. Nee, wir haben auch Landwirtschaftstechnik. Ah nee, das hatten wir schon länger, ne? Das Nahrungsmittellager 2. Ja. Ah, hast du die Tauben alle? Gut. Ein, da fehlt uns noch eine Krähe. Genau. Da habe ich eben nochmal zwei Stück erwischt, also zwei Krähen. Bin gleich zu Hause. Kurz was essen. Nicht hart vergiften mit der vergammelten Pilzsuppe. Ist es nicht sogar so, dass du bei. Was ist denn das? Wo kam das denn jetzt her? Achso, du hast ja den Kühlschrank. Ich hab den Wein abgegeben, ja. Hat die auch irgendwelche Klamotten gegeben? Kann das sein? Ja, dicke Lederhandschuhe hat die noch dabei gehabt. Liegt der Florian schon im Bett? Ich lieg schon im Bett, ja. Ah, du bist sogar schon wieder da. Ja. Bin auch gleich an meinem Haus. Warte nur auf dich, Robert. Bin auf dem Weg, bin auf dem Weg. So, bis zum nächsten Tag. Ich hole mir auch mal ganz kurz was zu trinken. Sofort wieder da. Ich sehe gerade hier noch die Fackel ausmachen sollen, bevor ich weggehe. Nicht sehen, es brennt. Okay, gut, dann gehe ich wieder hoch, weiterbauen. Aber ich nehme ein bisschen Holzstämme mit. Ich versuche unser Essen in Verkaufsware umzuwandeln. Okay. Wir müssen dann auch mal gucken mit den mit dem Leder. Also Leder und Pelze. Dass wir vielleicht tatsächlich Pelzstiefel noch das Rezept holen. Damit wir den verticken können. Prost. Vielleicht erwische ich auf dem Weg nach oben sogar noch die eine Krähe jetzt. Dann könntest du es auch gleich abgeben, eigentlich. Ja, das Taubenquest kann ich auf jeden Fall beim Vorbeigehen abgeben. Ja, im Moment laufen hier ganz schön viele Leute rum. Ich weiß nicht, ob hier Tauben sitzen. Krähen. Merkwürdig, dass ich für Bronzebarren erst Zinn und Kupferbarren brauche, aber. Ja, dass du es nicht direkt aus dem Erz herstellen kannst. Ja. Da habe ich gerade Tauben gehört.
Okay, wir haben jetzt 62 Bronzebarren. Sehr gut. Mhm. Können wir auch wieder ein bisschen Werkzeug herstellen. Kannst du mal checken, ob uns was fehlt? Oder wo wir jetzt vielleicht zu wenig haben? Irgendwie Messer oder Hacken oder irgendwie sowas? Was immer. Wie kann ich das checken? Im Lager einfach mal gucken, was wir haben. Dass wir vielleicht von jedem Werkzeug einfach mal 10 Stück haben oder so im Lager. Ich sehe schon, mit meinen 25 Holzstämmen komme ich hier nicht weit. Wir haben 10 Bronzehacken, 10 Bronzemesser, 5 Bronzeschaufeln, 9 Sensen, 6 Spitzhacken. Na, kannst du ja nochmal. Ah, da unten sind. Ja, doch. 6 Spitzhacken. Dann kannst du nochmal 4 Spitzhacken herstellen und eine Sense und 4 Spitzhacken, eine Sense. Und von irgendwas hat man noch 5 Schaufeln, waren das, ne? Und 9 Äxte muss ich herstellen. Oh, Äxte sind nur noch ein oder was? Ja. Ja, dann. Wir brauchen noch unbedingt Produktionslevel. Brauche ich denn dafür alles Stämme? Also ich brauche für alles Stämme. Okay. Und wir brauchen extrem viele Holzstämme. Weil ich brauche die ja auch für die ganzen Holzschüsseln und so. Ja, der Florian hat gerade gesagt. 9 Stämme brauche ich erstmal. Vielleicht baue ich hier oben tatsächlich noch ein Wohnhaus hin. Ich habe hier eine Holzfällerhütte gebaut. Dass wir die hier oben noch besetzen können. Ich verstehe nicht, wieso das manchmal nach oben scrollt, obwohl ich nichts mache. Hammer brauchen wir ja nicht, oder? Zum Bauen brauche ich ab und zu mal einen Hammer. Okay, aber die NPCs brauchen keinen. In der Schmiede brauchen die einen? Ja, zum Produzieren in der Schmiede. Ich weiß nicht, ob wir einen Schmied drin haben. Wir haben, glaube ich, keinen Schmied. Yay, mehr. Neues Level Produktion. Also lasse ich das erst nochmal weg. Ja, kannst ja mitmachen. Ich sag mal, wenn wir 10 Stück da rumliegen haben, ist ja nicht schlimm. Na, dann kann halt, wenn ich dann was brauche zum Bauen, dann nehme ich mir halt einfach einen weg. Okay, also ich brauche. Alter, es regt mich auf, dieses Hochgescrolle. Hm. 4 Spitzhacken. 5 Schaufeln. 9 Äxte. Die habe ich schon. 4 Spitzhacken und 5 Schaufeln und 9 Hämmer. Also 4. Große Pfeile hast du schon hergestellt, tonweise. Ich habe Bronzebolzen jetzt hergestellt, weil ich die Eisenarmbrust nutze. So. 4, 10 und 9 Stöcke. 10 Stämme und 9 Stöcke.
Ich kriege hier übelst viele Federn raus, ne? Wenn ich hier so viele Bäume ummache. Aber ich dachte, so viele Federn gibt es ja gar nicht mehr. Das waren doch früher mehr, die du rauskriegst, oder? Ja, aber wenn du hier so einen ganzen Wald rodest. Hm. Ja, da sind die Bronzebarren jetzt dann gleich wieder alle weg. Ja, ist okay. Wir haben ja hier noch eine Mine. Also wie viele Spitzhacken waren es? Hier. Vier Spitzhacken. Ein Holzstamm fehlt mir. Haben wir eigentlich die Holzfällerhütte besetzt bei uns? Ja, ne? Ich hoffe wohl. Ja, da stand vorhin irgendeine Frau drin. Aber es wird Zeit, dass wir Holzfällerhütte 2 freischalten. Ich habe jetzt noch eine zweite gebaut. Wie gesagt, wir können dann hier mal jemanden einstellen, der dann hier in der Holzfällerhütte arbeitet. Ja, dann bau doch da oben ein Häuschen und den am machen. Das dauert alles. Bevor ich hier ein Häuschen bauen kann, brauche ich erstmal Materiallager, Nahrungsmittellager, Brunnen. Achso, das hast du immer noch nicht. Das dauert leider alles. Das du bist noch am Roden, oder was? Naja. Also jetzt müsste ich das Material für das Materiallager haben. Und dann habe ich auch Zugriff auf das Material halt. So. Jetzt haben wir auch 5000 Kilo können wir jetzt lagern. Da ist die andere Mine. Okay, ja, dann komme ich mal dahin. Ich bin, ja. Bring Holz mit. Obwohl, nee, Quatsch, brauchst du nicht. Ich habe ja jetzt hier Zugriff drauf. Also ich habe insgesamt 100 Federn rausbekommen, ne? Steffi, von den Bäumen bis jetzt. Mhm. Ja, sogar ein bisschen mehr. 109 oder so. Ich habe jetzt auch mal 100 Fleisch erstmal ins Materiallager gelegt, weil ich hier noch kein Nahrungsmittellager habe. Quatsch, nicht B, geh auch nicht Q. Soll ich gleich ein Nahrungsmittellager 2 bauen? Ja. Achso, Florian, du kommst jetzt hierher, um die Mine leer zu räumen, ne? Ja. Ja. Wir können dann auch überlegen, ob wir für unsere Produktionslevel einfach wieder Wurfsteine herstellen und die verticken. Ja. Wie gesagt, ich versuche jetzt erstmal das Essen an den Mann zu bringen oder an die Frau hier. Okay. Weil noch haben die Händler Geld. Hehe. Ich bin vom Esel runtergefallen. Du musst ein bisschen vorsichtiger reiten. Ja, musst aufpassen, das macht ja auch teilweise ordentlich Schaden, ne? Ich bin gegen das Schild geritten und habe keinen Schaden bekommen irgendwie. Das hast du schon wieder alles getrunken, dass du hier mit voller Wucht gegen das Schild reitest. Ja. Gib mir doch den blöden Birkenstumpf, verdammte Axt. Dass sie das immer noch nicht gefixt haben. Das wäre halt echt nicht schlecht gewesen.